Moin, liebe Leute, da sind wir wieder und ja, wir nehmen heute mal einen Kredit auf bei der Bank. 100.000, 100.000, 100.000, 50.000, 10.000, 10.000, 10.000. Und jetzt wird eingekauft. So, Firmenmanagement. Machen wir einmal die Garage. Müssen wir einmal größer machen. Ja, ich brauche die Garage nicht sehen. Ich weiß das. Ich kenne die. Das ist meine eigene. Jetzt versuchen wir mal ein Pedable zu kaufen. Und zwar bei Händler. Pedable. Warte, ich kenne auch keinen Pedable-Händler. Ja, dann fahren wir eben nach Reno. Da ist nämlich einer. Das ist ja scheiße, ne? Ja. Fahren wir da eben hin und holen wir uns ein Pedalbild ab. Ich hoffe, das ist ein Pedalbild-Händler und kein Kawasaki, hätte ich beinahe gesagt. Kein Kenwood. Jetzt müssen wir halt uns noch ein Kenwood holen. Aber ich will ja Artenvielfalt in meiner Firma. Es gibt zwar nur zwei Trucks, aber was soll's. Bald kommt auch der Volvo. Zumindest auf der Box-Version. War ja schon abgebildet. Draufgedruckt. Genau wie auf der Steam-Version. Da waren auch schon Bilder von dem. Soweit. Okay. Das war jetzt blöd. Ich hab. Mann, warum passiert mir das immer? Egal. Sollte nicht weiter schlimm sein. Wenn wir jetzt Kohle. Oh, hier ist aber gerade voll. Ich fahre mal hier links rüber, dann können wir. Fahr! Die fahren viel zu langsam. Oh. Hallo. Da sagt man, die fahren viel zu lang und da kommt natürlich ein Polizist und gleich werde ich geblitzt. Und jetzt fahren die aber mal schnell, ne? Oh, ich will nicht schneller als jemand. Obwohl, halt, hier ist 80. Kein Wunder, dass sie so schnell fahren. Herr Polizist. Ich wette, bei der 80 steht gleich wieder 55 und wenn ich dann noch 80 fahre, werde ich direkt geblitzt vom Polizisten. Pass mal auf, so wird das kommen. Dann verstehe ich das Spiel nicht. Dann ist das schlicht. Dann ist das schlecht programmiert. Programmiert. Was passiert, wenn ich Lichthupe gebe? Dagegen macht die Polizei nichts. Wie dumm die das sind. Doofe KI. Wenn ich ihn jetzt rechts überhole, kriege ich dann Ärger. Ich riskiere es gar nicht. Ich frage mich, wie viel das kostet, wenn ich einen Polizisten reinfahre. Ich probiere es erst gar nicht. Ach, guck mal. Hey, was? Scheiß Polizisten hier im Spiel. Das ist unglaublich. So, ich mache jetzt was, was mich schon die ganze Zeit ärgert. So. Ich lade jetzt einfach die Schnellsprung. Ich habe keinen Bock mehr. So. Ich lass ankurzt. Hoffentlich war das vor dem Strafzettel. Ja, jetzt regnet das. Cool. Aber ich habe keinen Strafzettel bezahlt. Ja, aber ist echt cool. Jetzt sehen wir mal den Regen. Hier ist anscheinend so eine Waage.
Aber die geht gar nicht, wenn ich nichts dran hab, ne? Regen, Regen. Ich sollte mal Licht anmachen, du. Weil es... Mann! Nö. So. Seh ich nicht ein, interessiert mich nicht. Mach jetzt die ganze Zeit. Keine Sorge, wir kaufen den anderen Truck noch. Oh ja, kein Regen mehr. Geil. Das wollte ich eigentlich natürlich. War natürlich meine Intention dahinter. Der Regen sieht aber schon gut aus im Spiel. Nur er ist halt nervig. Jetzt fahre ich also extra 20, damit hier keiner rumholen kann von den Polizisten. Mann! So. Mal jetzt die ganze Zeit lang. Interessiert mich gar nicht. Vielleicht kann ich hier schneller fahren. Hier bin ich bestimmt außerhalb des Radares von der Polizei. Ist klar. Los, Freundchen, fahr. Meine Güte. Dann zieh ich ihn jetzt ab. Los. Moin, Reno. Also nicht Renault, sondern Reno. Halt, ich will hier rüber. Jetzt will ich wiederum hier rüber. Fällt mir doch nicht dahin. Oh, es fängt an zu regnen. Ich sollte mal anfangen, Licht anzumachen. Es ist ein bisschen dunkler schon. Oh. So. Habe ich Licht an? Ja. Oh Mann, ich hoffe, das ist ein Peterbilt-Händler, sonst muss ich leider noch einen Kenwood holen. Da haben wir leider keine andere Wahl. Fisch. Boah, das war dumm. Ich weiß auch nicht, wieso ich gerade gefahren bin. Hat mein Gehirn gesagt. Hoppla. Nicht einfach fahren, Minion. Peterbilt. Jawohl.
So, dann kaufen wir mal einen neuen LKW. Hehe, er zu. Ich bin witzig, der Händler zu. Machen wir das so. Ach was, so geht das, ne? Obwohl er zu hat. Ist natürlich sehr realistisch. Mal sehen, was ist mein Traum-LKW hiervon? Oh, das wäre schon ein Traum, ne? Aber wir müssen uns erstmal mit denen. Mit denen zurechtkommen. Sieht zwar sehr billig aus. Ich meine, ist er ja auch, aber. Der ist hässlich. Ich will eigentlich ungern noch einen roten. Sowas vielleicht und Silber. Glaube ich gar nicht mal so cool aus bei denen hier. Grau, nee. Ein Yellow, nee. Ich glaube, ich nehme mal so einen blauen. Mal sehen, wie die Spiegel hier aussehen. Die gehen sogar ganz relativ klar, ne? Das geht eigentlich echt, aber ich finde das nicht so schön. Auf jeden Fall nehmen wir die. Nehmen wir den vielleicht. Nee, da muss nicht sein. Können wir hier noch was ändern? Nein, nein. Wie viel kosten die mehr? Ach, kaum was. Dann haben wir doch die, ne? Sind doch dann schon pornöser, ne? Hier unten ist ein Auspuff. Kann ich den noch wegmachen, der sieht scheiße aus. Oh, das kann ich wegmachen. Sieht aber auch blöd aus, ne? Ohne. Ein bisschen leer. Hat er. Doch, hat er, oder? Ne, ich wollte gerade sagen, kann man jetzt das Navi auch auswählen, ob man das haben will oder was? Ja, ich bin soweit zufrieden mit ihm hier. Könnte schon fast zwei kaufen. Las Vegas! Next Gym von der Kaffee zur Zugmaschine, bla 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 bla. Genug geträumt. Okay, vorerst stellen wir jemanden ein hier in meiner anderen Kutsche. Ich will gerne für den LKW hier für diesen. Mit dem gleichen Motor sogar. Für diesen will ich Lucy als Fahrer. Ja. Sehen die alle auch gleich aus? Naja, zu 80% sehen die gleich aus. Kann man sagen, ja. Kann man. Naja. So, dann machen wir erstmal die Sicht vernünftig. Wir wollen ja auch was sehen. Das Problem ist, bei dem Bus, hatte ich beinahe gesagt, bei dem LKW kann man das Tacho nicht so gut erkennen. So ist gut, ne? Ich habe das Gefühl, der zieht aber leicht besser als der andere. Gucken, ob der sich so anders fahren lässt irgendwie. Ich glaube nicht, aber anders aussehen tut er auf jeden Fall schon mal. Puh.
Ja, gleich kann ich pennen. Erstmal gucken. Der steckt an, der Penner. So. Nevada. Wow. Krass, ne? Der hat genau zwei Lampen, die sind für alles zuständig. Für Blinker, Bremslicht und Licht. Auch nicht schlecht, ne? Aber einen roten Blinker, das passt nicht. Schönes Ding. Oh, es wird das Thumbnail. Das Thumbnail. Dann würde ich sagen, driven wir mal eine Runde. Eine kurze Runde. Vorher wollen wir noch hier pennen. Warte. Ich glaube, hier können wir schon pennen, oder? Können wir hier pennen? Ich probier's mal. Nein. Ja, wo kann man denn pennen? Kann ich hier pennen? Ja, hier kann ich pennen. Oh, das ist aber schlecht gemacht. Man muss genau auf dem Punkt stehen. Das ist wie bei ETS. Da muss man genau auf dem Parkplatz stehen. Ah. So, ich will einmal ein bisschen Kredit abbauen. Ich zahle mal diese 10.000er Kredite zurück, weil die werden auf Dauer zu teuer werden. So. Den Rest brauche ich erstmal einen Kredit, damit wir auch den Kredit wieder zurückzahlen. Sehr dämlich eigentlich, aber. Guck mal, der hat hinten auch so ein schönes Fenster. So, fahren wir mal nach Bakersfield rein, so richtig. Was haben wir denn hier? Gibt's was zu essen? Oh, da ist ein Restaurant, ne? Was steht da? Parts? Nee, keine Apartments. Ich brauche ein Restaurant. Auf der anderen Seite. Da ist Burger King, nee, McDonald's. Wo muss ich hin? Ich hab Hunger! Hapa, hapa! Kommen wir durch? Passt, ne? Was ist da denn für ein Lokal? So, mal gucken. Das ist gar nicht McDonald's, ne? Mann, ich dachte, das wäre McDonald's. Aber das sieht mir Liquors nicht nach Essen aus. Nee, kein Essen. Ah! Verdammt. Ich hab mich eben sogar schon in der Folge gefragt, wann wir den nächsten Unfall bauen. Jetzt habt ihr die Antwort darauf. Jetzt! Das ist aber ein Restaurant hier. Ja. Hier ist ein Arzt und kein Restaurant, oder? I don't know.
So, das war ein Restaurant, ne? Ja, Essensmarkt. Und da ist ein chinesisches Restaurant, dann fressen wir mal hier. Auch wenn ich keine Chine Restaurants mag. So, und stellen wir uns einmal hier hin. Dann würde ich sagen, liebe Leute, was ist mit der Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Aber das ist ein schöneres Thumbnail. Noch hau ab Auto, dann mach ich ein Foto. So. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.